Filigran. Atemberaubend schön und obendrein ein technisches Meisterwerk. Die historische Rechenmaschine von Johann Jakob Sauter. Da sie im Besitz des Stadtmuseums Göteborg ist, hat sich das Bonner Arithmeum dazu entschlossen, das Schmuckstück nachzubauen. Da steckt sicherlich von dem Erfinder und dem Erbauer der Rechenmaschine auch so viel Idealismus dahinter, Teile zu bauen, die nie wieder jemand sieht, so schön zu fertigen, dass ich denke, dass das einer Würdigung bedarf und dass wir das vielleicht mit dem Nachbau erreichen können. Dafür müssen über 2000 Einzelteile hergestellt werden. Klaus Badur unterstützt das Arithmeum bei diesem Großprojekt mit technischem Know-how und reichlich Erfahrung. Schließlich hat der frühere Maschinenbauingenieur auch schon andere historische Rechenmaschinen nachgebaut. Das hat natürlich gereizt. An der Maschine mitarbeiten zu dürfen, war natürlich etwas ganz Großes für mich. Und da habe ich natürlich nicht gezögert, Ja zu sagen, als ich danach gefragt wurde. Tausende Fotos bildeten die Vorlage für technische Zeichnungen, um damit die Teile anfertigen zu können. Von der Stange gibt es die nämlich nicht. Weil alle Maße exakt stimmen müssen, kam modernste Technik zum Einsatz. Doch Badur hat es sich nicht nehmen lassen, selbst zu erproben, wie solch handwerkliche Höchstleistung damals überhaupt möglich war. Also einmal ist es reizvoll auch zu sehen, wie haben die das damals gemacht. Deshalb habe ich mich auch bemüht, mal Informationen darüber zu kriegen und habe auch ein paar Teile, die am Original fehlten und ausgetauscht wurden oder ersetzt wurden, nicht ausgetauscht, die habe ich mal so gefertigt, wie ich meine, dass sie Sauter vor 200 Jahren hatte fertigen können. Nämlich mit Laubsäge, mit einfachen Bohrmaschinen, einfachen Drehmaschine und mit Pfeilen und einfachen Handwerkzeugen. Um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, hat er sich auch extra eine historische, fast 200 Jahre alte Fräse gekauft. Man muss neidlos anerkennen, dass die Handwerker damals ein gutes Stück besser waren, als wir es heute sind. Also die konnten wirklich Dinge arbeiten, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Da staune ich nur immer wieder, wenn ich die Sachen sehe. Inzwischen läuft das Projekt seit der Idee schon rund 3 Jahre lang und noch immer sind alle mit Herzblut dabei, wenn es manchmal auch richtig anstrengend sein kann. Ich habe zum Beispiel gestern Nacht noch bis 1 Uhr an der Beschriftung einer Emailscheibe gesessen und das, dann sagt man sich auch schon, wenn man 3 Stunden ein Wort schreibt, ob das angemessen ist. Doch der Moment, wenn sich das Einzelteil ins Gesamtbild einfügt, entschädigt für alles. Und inzwischen lässt sich erahnen, dass die Kopie dem Original nicht nur ästhetisch in nichts nachstehen wird. Sie ist jetzt funktionsfähig über alle Stellen, kann rechnen, aber es fehlen noch äußere Abdeckungen und die Kurbel, die auch sehr aufwendig ist. Da habe ich, schätze mal, ich habe es nicht genau registriert, aber 1500 Stunden sind da bestimmt rein. Und geschätzte 500 Arbeitsstunden werden noch folgen. Dann wird ein filigranes, atemberaubend schönes technisches Meisterwerk dauerhaft im Arithmeum zu bestaunen sein. Der Nachbau der Sauter Rechenmaschine.